Hey Leute und damit herzlich willkommen bei einem etwas anderen Video, nämlich ja sozusagen Let's Play Arkinator. Das ist ja meine allererste Runde Arkinator. Ich bin jetzt nicht so mit dem Trend ja mitgegangen, sag ich mal, weil viele sind ja, das Arkinator gibt es ja schon etwas länger und da gab es ja so einen kleinen Hype, sag ich mal, weil Arkinator ja, ich sag mal, recht gut funktioniert. Also hier, Arkinator ist halt... Ja, ich sag mal, der Typ hier, ja, der heilige Mann da, der kann sozusagen, also wir denken uns eine Person aus, also wir denken uns nicht irgendeine Person aus, eine reale Person, wie zum Beispiel Dana oder was weiß ich, Gomme HD, das sind jetzt einfach nur irgendwelche Beispiele, ne, oder irgendwelche Stars in Anführungszeichen, ich mag das ja immer nicht so, ne, sagen wir Justin Bieber, und dann müssen wir hier Fragen beantworten und er sagt uns dann später den YouTuber, beziehungsweise, oder die Person, die wir, ja, uns ausgedacht haben. Ja, aber man kann natürlich nicht immer 100% richtig sein, aber meistens habe ich so mitbekommen, es soll es richtig sein. Also, meine erste Person ist Gronkh und meine zweite Person, weil ich glaube, das könnte recht schnell gehen, bei Gronkh ist denn ungespielt, weil ich habe jetzt nicht so viel auf YouTube, also ich gucke nicht so viel YouTube und ich kenne jetzt nicht so viele YouTuber so ausführlich, sage ich mal. Gronkh verfolge ich schon eine längere Zeit, ungespielt habe ich mal eine längere Zeit verfolgt, aber mittlerweile auch nicht mehr, aber da kenne ich so ein bisschen so, ne, ein bisschen sowas. Auf jeden Fall, ja, was ich mir auch noch so dachte, ich werde jetzt nicht so viel labern, tut mir leid, es geht gleich los, ja. Das, was ich mir dachte, dass ich mir eine Person ausdenke, aufnehme, aber euch diese Person nicht nenne und ihr sozusagen mitraten müsst bei den Fragen, also sozusagen. Und das könnt ihr ja diesen YouTuber mitten in der Folge, so am Ende, vorm Ende, noch vielleicht in die Kommentare reinschreiben, den ihr denkt, dass der es ist. Und ihr könnt auch gerne in den Kommentare schreiben für weitere Folgen, welche YouTuber ich noch nehmen soll. Gut, auf jeden Fall geht es jetzt erstmal los. Ist deine Figur ein Gamer? Ja, wir fangen ja natürlich jetzt erstmal mit Gronkh an. Ist deine Figur schlank? also Gronkh sagt ja immer, er ist ein bisschen dick und so, beziehungsweise so ein bisschen pummelig. Und ich glaube, das stimmt auch. Also nein. Also er ist jetzt nicht fett, das will ich jetzt nicht behaupten, ja. ist deine Figur bei Pizza Meet? Nein. Hat deine Figur einen Panzer? Hä? Na klar, Gronkh hat einen Panzer unten in der Garage, klar, natürlich. hat deine Figur über 1 Million Abonnenten? Ja. Hat deine Figur etwas mit Monstern zu tun? Nein. Kommt deine Figur aus der Gronkh-Gruppe? Ja. Hat deine Figur ein eigenes Label? Hat Gronkh ein eigenes Label? Ich weiß, dass er so eine eigene Firma hat, aber ein eigenes Label, ich weiß nicht. Hat deine Figur über... Ja, okay, jetzt ist es sowieso klar, weil es gibt ja jetzt nicht so viele YouTuber, die viele Millionen Abonnenten haben. Ja. Und da ist er. Gronkh Erik Lange, Spielproduzent und Let's Player. Ja, ist richtig. Arkinator, prima. Oh, hier steht er nochmal. Prima, nochmal gefunden. Ich liebe es, mit dir zu spielen. Okay, dann spielen wir direkt die nächste Runde. macht deine Figur Let's Plays? Naja, das... ungespielt macht er momentan zurzeit keine Let's Plays mehr so richtig. Er macht ja nur noch so diese React-Videos und den Livestreams spielt er ja, glaube ich, noch. Also das vermute ich einfach mal. weil die Livestreams, die gucke ich jetzt nicht so aktiv. Ich sag mal, ich weiß nicht. So, ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Ja. Ist deine Figur weiblich? Nein. Ist deine Figur ein Gamer? Ja. Hat deine Figur über 1 Million Abonnenten? Ja. Macht deine Figur Call of Duty Videos? Nein. Wohnt deine Figur in Corncrafters Zimmer? Hö? Nein. Laden? Spielt deine Figur Minecraft? Naja, also... Ja, im Prinzip schon, ja. Stimmt, Craft Attack 5, da spielt er doch mit, also macht er rein theoretisch auch wieder Let's Plays. Kommt deine Figur aus der Gronkh-Gruppe? Nein, diesmal nicht. Besitzt deine Figur ein Auto? Ja. Spielt deine Figur bei Minecraft Varu 4 mit? Ja. Hat deine Figur ein Hausschwein. Ich dachte, hier wäre so ein Leerzeichen, das wird Hauschwein. Hausschwein namens Edgar. Naja, gut, das wäre ja. Das ist Paluten, ne? Da geht's um Paluten. Nein.
Würdest du gerne mit deiner Figur zusammen sein? Hä? Was hat das jetzt mit dem YouTuber zu tun? Vor allem, dann wäre ich ja homosexuell, das... Nee. Nein. Also jetzt nichts gegen Homosexuelle, aber dann wäre ich ja homosexuell und das stimmt ja nicht. Hat deine Figur etwas mit Donald Trump zu tun? Nein. War deine Figur auf der Longboard-Tour dabei? Oh, jetzt ist es natürlich... jetzt wird's einfach. Ja. Ist deine Figur zurzeit verheiratet? Oh, das weiß ich nicht. Also ich, Katie, die sind nicht verheiratet, oder? Ich weiß nicht. Aha, laden, 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 laden. Gibt es denn einer aus der Longboard-Tour, die verheiratet sind? Lebt deine Figur vegan? Oh, komm, das ist doch jetzt leicht. Ja, wobei, soll ich einfach mal weiß ich nicht machen? Ich weiß ja nicht, ob ungespielt immer noch vegan lebt, aber soweit ich weiß... Oder? Nee, ich weiß es nicht. Lebt er immer noch vegan? Also wahrscheinlich, oder? Ich mach einfach mal wahrscheinlich. Hat deine Figur etwas mit Technik zu tun? Ich weiß nicht. Hat deine Figur braune Haare? Hat ungespielt braune Haare? Also das sind ja eher blonde Haare. So, das sind ja diese Dreads. Das sind eher blonde Haare, ne? Das sind ja nicht braune Haare. Nein, eigentlich nicht. Bestimmt kommt da jetzt nicht mehr ungespielt raus. aber das andere wäre halt einfach viel zu einfach gewesen mit dem Vegan. hat der Name deiner Figur etwas mit einem Tier zu tun? Nein. Hat deine Figur bei Minecraft Galaxy mitgemacht? Ich weiß nicht. Ist deine Figur blau angezogen? Achso, das wäre German Let's Play, ne? Wahrscheinlich. Nein. Hat deine Figur Tattoos? Ja. Hat deine Figur kurze Haare? Naja, mittlerweile schon, ne? Der hat jetzt keine Dreads mehr, ja. War deine Figur schon mit Angelina Jolie litiert? Was mich gerade interessiert, die Longboard-Tour, ich habe ja gesagt, dass er dabei war. Und da waren jetzt nicht so viele dabei. Vor allem, wie kommt er denn mit blau angezogen? Arginator, was geht denn bei dir? Nein. Hä? Nochmal gefunden. Ich weiß, an wen du denkst. Aber ich denke, dass es nicht jugendfrei ist. Hä? Wie nicht jugendfrei? Hätte ich... Na gut, also... Akinator hätte es natürlich herausgefunden, wenn wir auf vegan gedrückt hätten, also ja gesagt hätten. Das wäre natürlich dann eindeutig gewesen. Ich habe natürlich gesagt, weiß ich nicht, weil... Es wäre einfach zu einfach gewesen, einfach viel zu schnell. Aber auf jeden Fall... Ich habe mir einfach mal gedacht, so, das machen wir jetzt jeden Tag als zweites Video, also nicht jeden Tag Akinator, aber immer so ein paar kleine Internet-Games oder einfach mal so kleine Minispiele. Die sind einerseits für mich einfacher zu produzieren und andererseits ist halt, bietet es ein bisschen Abwechslung auf dem Kanal. Das dachte ich mir halt so, ne, ein bisschen Abwechslung. Und jeden Tag kommt dann immer ein Let's Play, das heißt einmal Minecraft und also abwechselnd. Einmal Minecraft und dann einmal wieder The Forest, dann wieder Minecraft, ne? Ihr wisst Bescheid. So habe ich das erstmal geplant und demnächst dachte ich mir vielleicht auch nochmal so als zweites Projekt, also abwechselnd auch wiederum so mal Webgame oder kleine Minispiele und dann ab und zu mal so Sims 4. Das dachte ich mir. Ihr könnt ja mal dazu in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ja, und Vorschläge und so weiter für Arginator in die Kommentare damit. Und von meiner Seite aus war's das. Tschö. Mit Ö.